Unsere Serie. Seit Sarah Peter Blick angegangen, nimmt nun eine etwas andere Wendung. Ganz, ganz wichtig in dieser Wendung ist für mich, dass ich Fakten einfach sachlich darlege, weil es ein hitziges Kapitel ist. Stichwort Stalking habe ich heute miterleben müssen an einer, man mag es nicht glauben, wirklich steinhaltende Frau mit einem ganz lieben Gesicht und ganz, ganz weißen, gut gepflegten Haaren. Ich ging Flaschen in die gelbe Box werfen, Plastikflaschen, und da merkte ich, eine alte Frau wirft auch Flaschen und neben ihr steht ein junger Herr, ganz offensichtlich südländischer Herkunft, um die 1,80 groß, sehr schlank, schwarze, sehr kurze Haare. Ich kann mich ans Gesicht nicht erinnern. Ich wunderte mich, vielleicht macht er irgendwie sowas wie ein soziales Jahr als Sozialbegleiter für Pensionisten. Er steht da neben ihr, und die reden dann auch, und endlich geht er weg. Die Dame geht dann so wie ich zur Busstation und ich frage die Dame, lasst sie der nicht in Ruhe? Und die hat mir genau erklärt, dass der sie seit Wochen verfolgt. Also offenbar ist er ihr irgendwann auch nachgegangen, wissend, wo die lebt. Möglicherweise hat er sie einmal angesprochen um ein bisschen ein Geld. Vermutlich, um ihn loszuwerden, hat sie ihm 2 € oder sowas gegeben. Die wird denn nicht mehr los. Der weiß, wo die wohnt. Das ist eine alte Frau, die sich physisch gar nicht wehren könnte, die in diesem Sinn nicht einmal bei Dunkelheit überhaupt noch aus dem Haus gehen dürfte. Ich habe genau erklärt, wie man das macht. Man geht zur Polizei, man droht mit einer Anzeige wegen beharrlicher Verfolgung. Man sagt diesem Stalker das völlig klar, sehr laut und deutlich. Man sucht Menschenmengen auf und man sucht den Konflikt, indem man sagt, bitte hören Sie auf, mir ständig nachzugehen. Und man begibt sich in die Nähe einer Polizeistation und außerdem, man gibt dem überhaupt nichts und man redet sonst mit dem nicht. Also einmal ganz deutlich sagen, lassen Sie mich in Ruhe, ich hole die Polizei. Das ist ein Stalking, das ist strafbar, falls der überhaupt so weit Deutsch kann. Ich habe der lieben Dame dann erklärt, wenn ich das gewusst hätte, was da abgeht, hätte ich den sofort zur Rede gestellt, ja. Das ist, wohin die Reise geht bei P.T. Tarabli Gone Wrong. Und darum sage ich, ich stelle nur Fakten dar, weil wir geben uns jetzt auf ein ganz heißes Terrain und es ist aber notwendig, gewisse Dinge zu nennen, weil es so nicht mehr geht, dass alte Frauen, ja, verfolgt werden über den Tag hinweg auf der Straße, ja, können nichts sagen, können nichts machen, weil was passiert, wenn die alte Frau zur Polizei geht? Dann sagen die Polizisten ihr, wissen Sie was, gehen Sie in ein Altersheim, Sie sind alt, Sie sind verwirrt, Sie bilden sich das nur ein, kein Mensch verfolgt Sie. Ja? So viel zum Thema Schutz der älteren Bürger und Bürgerinnen. Ich habe die sonst nicht gesehen. Wenn ich die sonst sehe in der Nähe und das passiert noch einmal, weiß ich, wie die Sachlage ist und hängt immer mal ordentlicher Pappen an, dass ich einmal so richtig Deutsch reden kann. So, jedes dieser PT, Tagabli Gone Wrong, hat eine Bonus-Track. Und das Zeichen für einen Bonus-Track ist this. The Bonus-Track of today is. Da haben wir. Merken Sie sich, Dean Overdunja, bei dieser sehr schönen Antonskirche steht auf einer Kachel Dean Overdunja. Das heißt, Glaube geht über das Weltliche. Was heißt Dean? Entschuldigen, sieht man das irgendwie? Dean, ich hoffe, man sieht das. Dean, Arabisch, der Glaube. Ja? Also, wie gesagt, ich stelle nur Fakten dar. Ich darf nicht mehr sagen, wenn man Deutsch kann und ansatzweise eins und eins zusammenzählen kann und beziehungsweise oder sinnerfassend lesen kann, wird man merken, wohin die Reise geht. Sorry to say that. So, und da gibt es dann noch einige, einfach damit ihr diese Reihe aus der Playlist C, P.T. Tagabli Gone Wrong, einfach weiterführen kann. So, this was the bonus track. Bonus track Antonskirche. Und es ist auch, um an diese Dame zu erinnern, wenn der irgendwas passiert, ja, habe ich aus dem Gedächtnis, der ist um die 1,80 groß, sehr schlank, hat auffällig ein orangenes T-Shirt getragen, sehr kurz geschnittene Haare, kein Bart, keine Brille, ich kann mich an das Gesicht nicht erinnern. Aber wie gesagt, geschah bei der Altflaschensammlung
am 13. Mai.